Mails checken, online chatten, im Internet surfen. Für Gabriele Kufner aus München ist das eine Selbstverständlichkeit. Ich nutze es als Informationsquelle, weil Kinoprogramm, Telefonnummern, egal was auch immer, da braucht man einfach Internet dazu. Und außerdem, ja, um in Kontakt mit meinen Freunden zu sein, ist das das einfachste Mittel. Einziges Problem, die Wahl des richtigen DSL-Anbieters. Genau deshalb hat die Online-Plattform Check24 soeben die 10 größten getestet. Vor allem unter dem Aspekt Servicequalität. Hier wurden den DSL-Anbietern fiktive Anfragen per Anruf und Mails gestellt mit einem klaren Ergebnis. Gerade beim Service haben wir einen Anbieter küren können, der sehr gut auf Kundenanfragen sowohl telefonisch als auch per E-Mail geantwortet hat. Das ist der Anbieter Kongstar, der auch Service-Sieger in unserem Vergleich wurde. Das ist nicht bei allen Anbietern so, denn in einigen Fällen, in 8 von 30 Testanfragen, haben unsere Experten gar keine Antwort erhalten. Und das ist natürlich nicht verbraucherfreundlich. Nochmal zusammengefasst, bei der Servicequalität hat Kongstar gewonnen vor Ellis und Kabel Deutschland. Wie wichtig Service ist, hat auch Gabriele Kufner erlebt. So ein kleines Ding, ihr altes Modem, musste sie insgesamt 4-mal anschließen und austauschen, weil es kaputt war. Die vom Kundenservice waren zwar sehr freundlich und nett und haben das ohne Probleme immer ausgetauscht, aber eben so häufige Male, das war schon ein bisschen nervig. Kaputte Modems sind recht typische Kundenprobleme, weiß man auch bei der Verbraucherzentrale Bayern. Was man in so einem Fall machen kann, hängt von den Umständen ab. Wenn ich selber verantwortlich dafür bin, sprich das Gerät gekauft habe und auch selber installiert habe, dann muss ich natürlich mir an die eigene Nase fassen und selber schauen, habe ich alles richtig eingerichtet. Wenn das Gerät kaputt ist, wende ich mich an den Verkäufer, wo ich das gekauft habe, habe dann dort die Gewährleistungsansprüche, die kaufrechtlichen. Wenn das Gerät von dem DSL-Anbieter mir gestellt wurde, dann ist der dafür mein Ansprechpartner. Wenn hingegen der Anschluss langsamer als vereinbart ist, also die vertraglich festgelegte Leistung nicht stimmt oder es regelmäßig Aussetzer gibt, dann gilt? Dann wende ich mich natürlich an meinen Vertragspartner, das ist der DSL-Anbieter, und fordere den auf, am besten unter einer Fristsetzung zur ordnungsgemäßen Leistungserbringung. Die Frist 14 Tage wären angemessen. Danach ist eine außerordentliche Kündigung möglich. Beim neuen Anbieter sollte man aber auch auf die Vertragsbedingungen achten. Besonders übersichtlich und transparent präsentierte sich im Test T-Home vor Vodafone und Ellis. Aber natürlich spielt auch der Preis eine wichtige Rolle, auch für Gabriele Kufner aus München. Ja, guten Tag, ich hätte eine Frage zu meinem Tarif. Sie ist bei einem regionalen Anbieter und recht zufrieden mit ihrem jetzigen Tarif. Beim aktuellen Test teilen sich in der Kategorie Preis Vodafone und Unity Media den ersten Platz vor Kabel Deutschland. Wichtig bei der Anbieterwahl, genau vergleichen. Die Preise unterscheiden sich zum Teil um mehr als 100%. Einige Provider verlangen in dünner besiedelten Gegenden sogenannte Regionalzuschläge von bis zu 5 Euro. Viele Anbieter, viele Preise. Wer auf Nummer sicher gehen will, macht einen Verfügbarkeitstest. Über die Adressdaten erhält man den günstigsten Anbieter. Auch Regionalzuschläge werden öffentlich gemacht. Doch wie gesagt, der Preis ist nicht alles. Das sieht auch Gabriele Kufner so. Preis ist wichtig, ist mir schon wichtig, aber nicht alles. Also mir ist Service auch sehr wichtig. Und dass ich eben eine Filiale vor Ort habe, wo ich mal ein direktes Problem lösen kann. Und diese Ansprüche hatten auch unsere Tester und damit zum offiziellen Endergebnis. Unsere Experten konnten Kabel Deutschland zum Gesamttestsieger küren. Das liegt daran, weil sie in allen getesteten Kriterien Preis, Servicequalität, AGBs und Onlineshop wirklich überragende Noten hatten. Und auch Vodafone und T-Home, die Zweit- und Drittplatzierten, konnten mit sehr guten Ergebnissen punkten. Verbraucher, die sich für einen kundenfreundlichen Provider entscheiden, müssen also nicht zwangsweise mehr bezahlen.